Ja, willkommen zu einer weiteren Geschichte aus Maushausen. Was ich beim letzten Mal ganz vergessen habe zu sagen, die Geschichten stammen alle aus der Feder von meiner besseren Hälfte, von der Katrin. Ganz am Ende vom Video habe ich es eingeblendet, aber ich habe total vergessen, ihr Dankeschön zu sagen. Zumindest auf dem Weg im Video. Darum jetzt gleich am Anfang, danke Katrin. Aaron und das Teufelsrad. Quietschend öffnet sich die Tür. Er sollte das Ding endlich mal ölen. Die Schritte klingen schwerer als sonst. Was ist denn da los? Schnell das Rohr hinauf in die obere Etage. Mist! Egal wie sehr ich mich auf die Hinterpfoten strecke, ich kann nichts erkennen. Der Gaukler ist immer noch in der Nähe des Eingangs. Irgendwas macht er da. So wie er es raschelt und knirscht. Jetzt beweg dich endlich mal vorwärts. Ich kann nicht um die Ecke sehen. Es raschelt noch einmal, dann kommt er endlich in mein Blickfeld. Irgendwas hat er in den Händen. Aber bevor ich auch nur ein kleines Fitzelchen erkennen kann, dreht er mir den Rücken zu und stellt es drüben auf den Tisch. Na ganz toll, ich will wissen, was das ist. Der Gaukler dreht sich wieder um, dann kommt er auf mich zu. Hallo Aaron, wie geht es dir? Fragt er mich, während er das Dach öffnet. Wäre besser, wenn du mir endlich mal verraten würdest, was das Ding da drüben ist, fiepse ich ihm genervt entgegen. Er hält mir seine Hand hin. Vielleicht trägt er mich ja hinüber zum Tisch, damit ich mir das Ding ansehen kann. Flink kletter ich auf seine Hand und werde inspiziert. Wütend schlage ich mit meinen Krallen um mich, als er mir den Bauch pustet. Na warte, mich so auszutricksen. Scheint alles gut zu sein, meint der Gaukler da. Von wegen, denke ich. Nachdem er mich wieder ins Streu gesetzt hat, husche ich schnell in mein Nest. Er läuft wieder weg, um kurz darauf zurückzukommen. Aber das schert mich nicht. Schmollend verbuddel ich mich tiefer im Nest. Weiter drüben raschelt es, wirft er jetzt schon wieder das ganze Streu durcheinander, die so sorgfältig angelegten Tunnel. Das Rascheln hört auf, dann sagt er, Aaron, Aaron, schau mal, wo bist du denn? Nein, ich rühre mich nicht vom Fleck. Aber da dringt ein seltsamer Geruch an meine Nase. Woher kommt der wohl? Neugierig strecke ich den Kopf aus dem Nest. Stutzend halte ich inne. Da steht plötzlich ein seltsames Gebilde mitten in meinem Terrarium. Ich laufe hinüber und schnuppere daran. Der seltsame Geruch kommt definitiv davon. Es ist ein großes, rundes Ding. Wenn ich sitze, kann ich meine Pfoten am unteren Ende drauflegen. Ich schaue hinein. Das sind ja Löcher drin. Immer wieder sind in regelmäßigen Abständen schmale Löcher zwischen hölzernen Streben. Ich drücke mich kräftig mit den Hinterpfoten ab. Dann bin ich drin. Ah, es ruckelt. Ganz still bleibe ich sitzen, bis die Welt wieder stillsteht. Was nun? Vorsichtig setze ich einen Schritt auf die nächste Strebe und auf die nächste und die nächste. Aber ich komme nicht voran. Ich werde immer schneller, bis ich richtig renne. So schnell bin ich in dem Terrarium noch nie unterwegs gewesen. Auch wenn ich vom einen Ende zum anderen renne, so schnell ich kann. Im gestreckten Galopp lasse ich die Welt an mir vorbeiziehen. Der Wind weht mir um die Nase. Erfüllt von Freiheit renne ich immer weiter, bis ich irgendwann einfach nicht mehr kann. Ich bleibe stehen und auf einmal purzle ich unsanft immer wieder um mich herum. Hilfe! Mir ist schon ganz schlecht, als ich endlich weich lande. Mein Kopf dreht und dreht sich aber immer noch. Ganz schwindelig
törkle ich mit meinen kleinen Tapsen durch die Streu. Wie ist das denn passiert? Ein Finger stupst mich. Alles in Ordnung, Aaron? Höre ich den Gaukler fragen. Wenn ich das nur wüsste, verwirrt bleibe ich eine Weile sitzen. Irgendwann hört mein Kopf auf, sich zu drehen. Nach einer kleinen Mahlzeit, die ich mir aus dem Streu gebuddelt habe, geht es mir besser. Mir steigt wieder dieser seltsame Geruch in die Nase. Noch einmal hüpfe ich in das runde Ding, spüre den Ruf von Freiheit und lande mit schmerzenden Gliedern im Streu. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Diesmal törkle ich ins Nest und lege mich schlafen. Es ist schon dunkel, als ich wieder aufwache. Genüsslich knabbere ich an einer Karotte, danach schaue ich im Terrarium nach dem Rechten. Die Tunnel sind in Ordnung, die Tränke und das Sandglas auf der oberen Etage sind auch wie sonst, der Stein zum Sonnenbaden ist jetzt leider kalt. Wieder unten komme ich an diesem runden Ding vorbei. Soll ich es noch einmal wagen? Ich klettere hinein. Es fühlt sich toll an, wie ich meinen Körper im Rennen strecken kann. Doch so wie ich anhalte, schlägt die Welt wieder um mich herum, bis ich endlich in der Streu lande. Jetzt reicht's! Du Gebilde des Teufels, nicht mit mir! Ich renne hinüber und schlage wütend meine Zähne hinein. Am nächsten Morgen kommt der Gaukler wieder zurück, mit einem lauten Quietschen der Tür. »Guten Morgen, meine Mäuse!« ertönt der gewohnte Singsang. Ich antworte nicht, schließlich bin ich gerade damit beschäftigt, die letzte Strebe zu Kleinholz zu knabbern. Der Gaukler bleibt vor meinem Terrarium stehen. »Was ist denn hier passiert?« ruft er aus. Das Dach öffnet sich. Ungläubig starrt er die Überreste des Teufelsgeräts an, die Schnipsel und Stückchen, die überall auf dem Boden zerstreut sind. Da hast du es! Lege dich nie mit einer Maus an! Ja, Aaron von Merseburg, der Lausebube. Das war so ziemlich das einzige Mal, dass ich ein Laufrad gekauft habe. Weil ich so das Gefühl hatte, Aaron ist einer, der da drin umeinander toben will und rennen will und alles. Und irgendwie, ja, wahrscheinlich ist so abgelaufen. Das Rennen hat ganz gut funktioniert, das Anlaufen hat ganz gut funktioniert, aber das mit dem Abbremsen, das war immer so eine Kugelfuhr. Also da hat Aaron wirklich Roulette-Kugel gespielt und ist in dem Rad drin rumgekugelt und aus dem Grund hat er dann wahrscheinlich, um das Ding nicht mehr wieder haben zu müssen oder nicht mehr wiedersehen zu müssen, das Ganze geschreddert. Allerdings nicht so wie in der Geschichte, dass er es komplett geschreddert hat. Es waren so kleine Teile noch übrig und so die meisten Flächen aber waren komplett geschreddert. Ich wollte dann aus dem Rest noch irgendwie einen Drehteller bauen, aber der ist dann bei irgendeinem Umzug oder irgendwas ist das ganze Ding dann doch rausgeflogen. Und ja, so gibt es auch keine Überreste mehr von diesem Laufrad. Ob sich das so toll anfühlt, da in einem Laufrad zu rennen, ich weiß es nicht. Aaron hat es anscheinend, so hatte ich den Eindruck, die Rennerei Spaß gemacht, aber eben das Anhalten nicht. Und darum baue ich jetzt lieber mehr Pappröhren in die Terrarien rein, dass sie mehr Flächen haben zum Rennen, weil die Flächen, die bleiben nämlich stehen und drehen sich nicht weiter, wenn Maus aufhört zu laufen. Das war's mit dieser Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, schreibt auch unten mal in die Kommentare rein, wie hat euch diese Geschichte gefallen, weil so haben sowohl Katrin wie auch ich deine Rückmeldung und das würde uns freuen. Bis zur nächsten Geschichte, gehabt euch wohl!